Da vorne ist ein Pressesprecher. Wenden Sie sich bitte an den Pressesprecher. Das ist doch eine rechte Demo. Warum ist denn, also warum soll ich mich an einen rechten Pressesprecher wenden? Also ist es ein Scherz oder so? Scherz, genau. Und warum? Warum? Jetzt, Pressesprecher ist da vorne. Für die Familie zusammen hält und wenn ein Einzel wenig das Geld, wo man Kinder. Nazis raus! 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 Ich bin mal vorhin vorbeigegangen, also die wollen den Sozialismus, ja, ich meine, in der DDR hatten wir auch den Sozialismus. Der Kapitalismus, nun, die Perspektive, weiß ich, ja, ich bin kein Politiker, also das ist mir so ein bisschen, ja, bestimmt nicht der Richtige, müssen sie irgendwie die Regierenden. Ist ja auch okay, weil die sagen ja sowieso immer das Gleiche. Ja. Was ruft das für ein Gefühl bei Ihnen hervor, wenn Sie da langlaufen und die Leute sehen? Ja, ich weiß auch nicht, also früher, also DDR-Zeiten, gab es immer am 1. Mai Demonstrationen und dadurch, ich kenne das eigentlich ja nicht anders, also jahrelang und nun kommt das wieder, ja, wahrscheinlich sehen sich die Menschen doch wieder mehr nach sozialer Geborgenheit, so würde ich das jedenfalls sehen, ja. Okay, gut, Dankeschön. Wir sind eine Gruppe von antifaschistischen Skinheads und wir wollten einfach mal eine Runde präsent sein, weil es gibt ja definitiv ziemlich viele Nazis, die unser Outfit klauen und denen wollten wir mal zeigen, was eigentlich richtige Skinheads sind und weil wir immer so schön durchgelassen wurden von der Polizei, konnten wir das auch so schön machen.